Die Mission werden verkacken. Um den müssen wir uns auch noch mal kümmern. Ich hab dich im Blick, Weißer. Wo willst du hin? Das ist ein Ort der Kultur, kein Trog für Wildschweine. Tritt hier die Schauspieltruppe von Madame Irina auf? Ja, aber du brauchst eine Eintrittskarte. Jetzt ist aber keine Aufführung, die Schauspieler proben nur. Aber das Zusehen ist trotzdem sehr spannend. Und? Willst du eine Eintrittskarte? Du hast gesagt, es gibt keine Aufführung. Du kannst dir trotzdem eine Karte kaufen. Wie sieht's aus? Ich hab, glaube ich, kein Brauchst Geld. Du eine Karte? Ich hab kein Geld. Nein, kein Bedarf. Na schön, aber du kommst nicht rein. Kostenlos kannst du Huren durchs Fenster anglotzen. Das hier sind Künstler. Okay, wir brauchen Geld, um reinzukommen. Verdammt, schon wieder verlaufen. Ich hab mal einen Kräuterhändler. Warum erst morgen kaufen, was du heute schon kaufen kannst? Ja, rück raus. Der Sünde. Also rück mich raus, rück Geld her. Gib Geld. Was hast du denn da? Vielleicht kauft er ein paar Chemie-Sachen ab. Okay, ja, das müsste reichen. Bis dann. was war das? Das gab ein bisschen die Störung nicht funktioniert. Brauchst du eine Karte? Na gut. Ja, nein. Hier, bleib einfach außer Sichtweite, ja? Diese Schauspieler sind drin. Sehr schüchtern, wenn sie proben. Ja. Was für ein Schlechter! Was hat diesmal nicht gestimmt? Ich weiß es nicht. Es muss einfach feuriger sein. Ein Bade. Lalalalala. Ja, ja. Kennst du die Ballade von Wanda, die einen Reiter verschmähte? Nein. Madame Irina, können wir reden? Geralt von Riva. Rittersporn hat uns so viel von dir erzählt. Ist er bei dir? Nein, aber bald, hoffe ich. Ich bin wegen Dudu hier. Reden wir hinten im Theater in meinen Gemächern. Da sind wir ungestört. Wie kann ich helfen? Wir haben in letzter Zeit weder Dudu noch Rittersporn gesehen. Rittersporn ist in Schwierigkeiten. Das war mir klar. Aber wie ernst ist es? Hat er die Frau eines mächtigen Mannes verführt und ist untergetaucht? Hat er ein beleidigendes Couplet über die Priester des ewigen Feuers verfasst? Viel schlimmer. Ich will ihm helfen, aber dazu muss ich erst Dudu finden. Aber der ist auch verschwunden. Ich habe einen Plan, um ihn aus der Deckung zu locken, aber ich brauche deine Hilfe. Kann ich auf dich zählen? Natürlich. Was ist, wenn sie Dudu ist? Aber was können wir tun? Ich will ein Stück aufführen. Einen echten Straßenfeger. Verstehe. Und du hoffst, Dudu damit anzulocken. Dann muss es ein ganz neues Stück sein. Wer soll es schreiben? Priscilla. Sie hat das Stück schon fertig. Von einem Hexer, der einen Doppler vor dem sicheren Tod bewahrt. Klingt interessant. Ich schaue es mir gern an. Aber erst müssen wir es bekannt machen und über Sicherheit nachdenken. Wir brauchen Ordner. Würdest du dich um diese Dinge kümmern? Du meinst, wir brauchen Ordner? Ein Stück über Doppler mag ja kontrovers sein, aber ist das wirklich nötig? Man kann nie wissen. Und gerade in Novigrad können die Zuschauer schwierig sein. Faule Äpfel, Tomaten, Eier, sowas? Eher Äxte, Fleischermesser und Backsteine. Na schön. Aha. Fällt dir jemand ein?
Vielleicht findest du bei den Docks Leute. Da ist immer jemand, der für ein paar Kronen alles macht. Backsteine? Das ist doch ein Linken-Demo. Wie kann ich helfen, die Premiere bekannt zu machen? Tja, wenn die ganze Stadt davon erfahren soll, dann müssen wir mit den Lunden reden. Wer sind die Lunden? Straßenkünstler. Wenn sie die Premiere ankündigen, dann erfahren selbst die Muscheln an den Hafenpollern davon. Wo finde ich sie? Sie hatten mal Zimmer in den Scherben in einem Stadthaus. Aber ich weiß nicht, ob sie noch da sind. Auf der Straße habe ich sie länger nicht gesehen. Vielleicht haben sie die Beinlinge an den Nagel gehängt. Mal sehen, ob ich sie finden kann und ob sie für uns arbeiten wollen. Okay. Danke für die Hilfe. Ich komme wieder, wenn ich die Ordner habe. Bis dann. Geht zu den Docks und höre Ordner für das Stück an. Ja. Erstmal noch guten Brot. Hurra. Wir müssen mal wieder eine Kiste finden, wo wir das Zeug abladen können. Die ganzen Bücher. Fällt doch niemandem auf, dass wir hier looten. Bei einem Sturm kann man jetzt hab ich aber Aha, wo sind wir jetzt hier hingekommen? Okay, dass das hier ist. Ach ja, hier ist die Bühne. Wieder diese Szene im Rücken. Sieh dir den Mutanten an. Das nennst du Leben, Hexer? Lass mich, sonst rufe ich meinen Mann. Herr, ich bitte um Entschuldigung. Lass uns leben. Ich habe gelesen, ja? Dass man von einem einzigen... In Wahrheit sind wir schon von den Schwarzen abhängig. Wirtschaft. Der Wind heult. Meine Augen, Mutanten an, wirklich merkwürdig. Ach, lass mich, sonst rufe ich meinen Mann. Jetzt habe ich aber Appetit gekriegt. Die Vorurteile gegen uns. Bis auf die Bühne. Bei einem Sturm kann man flüchten. Knudel. Aber nicht vor Piraten aus Skellige. Zitronenwodka. Schwerter? Weise. Hier ist es nicht sicher. Ich hoffe, wir können nachher noch mal wieder rein. Ich hoffe, das sind Tagestickets. Seht ihr, was ich sehe? Nö. Optional höhere Jonglierung von... Oder als die Lunden bekannten Schauspieltruppe an. Okay. Was erfinden? Was sie nicht bezahlen müssen. Warum so eilig, mein Kind? Hey, sieh dir den Rumtreiber an. Pass auf, Penner. Norwegian ist nicht dein Revier. Hatte gerade jemand hier schon gesagt? Geschmeichelt. Ja, Geralt ist schon. Ist ein hübscher. Ach du Scheiße, hier gibt's Ärger. Na toll. Netter Kampf. Gute Beinarbeit. Forderst du mich heraus oder willst du dich mit Hal messen? Weder noch. Ein Hexer gegen die Bestie von Metina. Mordlust gegen unbändige Wildheit. Ich bräuchte euch als Aushilfe.
Wir führen ein Theaterstück auf. Sollen wir auf der Bühne jemanden verdreschen? Ihr sollt als Ordner arbeiten und dafür sorgen, dass weder auf noch vor der Bühne jemand verdroschen wird. Da bist du bei uns falsch. Verdreschen ist unser Geschäft. Ja, wenn jemand Ärger macht, dann darfst du ihn ja verdreschen. Also wenn jemand seine Axt rausholt, dann darfst du ja. Dann hast du die Erlaubnis zu dreschen. Das ist. Ich hab kein Geld. Wie wär's mit einer Wette? Wenn ich Hal schlage, arbeitet ihr gratis für mich. Tja, Hal hat's nicht so mit Theater. Tragische Romanze. Ich erspar dir die Details. Man wird ihn irgendwie überzeugen müssen. Vielleicht so. Kämpf gegen uns beide gleichzeitig. Kampf des Jahrhunderts. Ein Hexer gegen den zweiköpfigen Drachen von Medina. Was, wenn ich verliere? Oh, das wirst du. Dann arbeiten wir trotzdem für dich. Du musst nur doppelt zahlen. Ja. Wieso können wir es nicht machen? Ich meine, das werde ich doch locker gewinnen. Darüber muss ich nachdenken. Geh und denk, solange du willst. Ich würde gehen kämpfen. Geht das? Hast du es dir überlegt? Nimmst du am Kampf des Jahrhunderts auf jeden Fall. Außer du hast deine Ordner schon gefunden für was auch immer. Ach, verdammt. Darüber muss ich nachdenken. Geralt, du Feigling. Solange du willst. Ich hätte jetzt gekämpft. Ich hätte mit Geralt jetzt kämpfen wollen. Und er jetzt. Ja, dann gehen wir noch was verkaufen und 70 sind ja auch nicht. Ist es. So ist es jetzt auch wieder nicht. Das war jetzt hier ein Weg zurückgehen. Dauert ja halt jetzt noch ein bisschen. Hier auf dem Markt noch jemand. Sekunde. Es ist Nacht, ich werde mal meditieren. Hier ist immer noch keiner. Hilfe, rette mich. Ich sterbe. Heute nicht. Irgendein Händler hier. Hier ist ein Händler. Aufmachen. Hey, du. Türsteher. Kaufmann. Hm? Was hast du anzubieten? Nichts, aber ich habe was anzubieten. Eine Angel. Brauche ich schon ein bisschen mehr. Ich glaube 70 waren es. Irgendwas, was mehr als eins wert ist. Das muss reichen. Nein, 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 nein. Ich will Karten spielen. Will ich nicht, will ich nicht, will ich nicht, will ich nicht. Will ich nicht, will ich nicht. Ah. Haben wir jetzt Geld verloren? Egal. Wir haben noch genug. Tür. Ah ja, hier. Die Glaswand. Oh.
mit ihrem Geld. Die Pflicht ruft. Er sagt, die Pflicht ruft. Wir müssen hier mal ein paar Ordner anhören. So, auf geht's. Irgendwie dieser hier würde. Was soll das? Hier nicht. Ich würde gern kämpfen. Schade, dass das nicht geht. Aber hier hast du mein Geld. Hast du es dir überlegt? Nimmst du an? Außer wenn ich nimmt gerne. Mir ist nicht der Kampf. Kann ich euch nicht einfach bezahlen? So läuft das immer mit euch verdammten Nordlingen. Hall, mach schon! Hier wartet die hohe Kultur auf uns! Ich würde mich nie auf diesen Scheiß einlassen. Aber ich will wissen, wozu ein Mutant zwei Jungs aus Metina braucht, um eine Vorstellung in Novigrad friedlich zu halten. Her mit dem Geld. Hall, nun macht den Scheißer alle verfickt. Wir gehen. Wir sind da, bevor der Tanz losgeht. Aha, okay. Wieder mal Regen. Okay. Höre Jongleure an. Und der ist die London bekannten Schauspieler, Spielertruppe. Hoffe, da braucht man nicht schon wieder Geld für. Wahrscheinlich schon. Vielleicht können wir gegen die kämpfen. Oder die überreden. Mit Überredungsstufe 2, die wir jetzt haben. Vielleicht finden wir hier noch irgendwo die Schauspielertruppe. Das Wetter ist nicht mehr weit draußen. Sheba! Hey, pass doch auf! Aus dem Weg. Aha, gehen wir also direkt zurück. Ich hätte jetzt doch versucht, die Schausteller zu engagieren. Ah, was soll's. Lang. Hast du diese armen Wichte gesehen, die aus Velen geflohen sind? Was gabst du denn so? Exkrement, in die Kanalisation fließen. Ich will noch mal schauen, ob ich hier Schausteller finde. Es wäre doch schade drum. Hübsche Melodie, aber verdammt traurig. Dann drückt sie meine Stimmung aus. Was suchst du hier? Ich suche die Lunden. Seid ihr das? Wir haben kein Geld. Lass uns in Frieden. Da liegt wohl ein Irrtum vor. Oh, tut mir leid. Ich dachte, der Vermieter hätte uns wieder einen Schläger geschickt. Mhm. Ich will kein Geld von euch. Im Gegenteil, ich hätte welches. Sofern ihr die Kunde von Irinas neuem Stück in der Stadt arbeitet. Oh, das geht leider nicht. Seit der Premiere unserer folgenreichen Ballade
Heiliger Himmelfahrt, fromm ist er nicht. Fressen und Huren, das kann er, der Wicht. Werden wir von Fettsacks Bande verfolgt. Fettsacks Bande? Ach, Strauchdiebe. Vom Kult bezahlt. Die Stadt wimmelt von solchen Banden. Sie haben Nissa bedroht. Wollten ihr die spitzen Ohren mit einem Schnitzmesser abrunden. Oha. Sie lassen uns nicht auftreten, vergraulen das Publikum, zerstören die Instrumente. Und neuerdings lauern sie uns direkt vor dem Haus auf. Wir wissen nicht weiter. Und wenn ich euch Fettsack und seine Jungs vom Hals schaffe, werbt ihr dann für Irinas Stück? Ja, aber das wird nicht einfach. Die lassen nicht mit sich reden. Ich bin sowieso kein großer Redner. Vertreibe die Halunken, die vor dem Haus der Lunden herumlungern. Ah ja. Okay. Die hier. Sag das nochmal, wenn du dich traust. Ich muss fahren. Ihr seid das also. Hey, Fetzer, guck, was wir hier haben. Spinnig oder hast du Katzenaugen? Ja, tatsächlich hat wohl ein Gossenkater seine Mutter gevögelt. Was treibst du in der Stadt des ewigen Feuers, Miezekatze? Miau. Augen zu kratzen. Lass die Lunden in Ruhe. Die Würmer, die hier Katze. Als Emmelfahrt beleidigt haben, ihn einen Freier genannt haben? Lieber trete ich die heilige Flamme aus. Sag den verdammten Dichtern, sie sollen herkommen. Wir rammen ihnen die Flöten in die blasphemischen Ärsche. Dann pfeifen sie ein anderes Liedchen bei jedem Furz. Verschwindet von hier. Sofort. Was? Los geht's. So, einen haben wir. Nächster. Ach, dieser Anblick. Denen hast du's gegeben. Eins, zwei über den Rücken. Das war nicht schwer. Bumm, voll auf die Birne. Endlich kann ich rausgehen, ohne mich unter einer Kapuze zu verstecken. Oh, danke vielmals. Bitte. Das war doch nichts. Und ob das was war? Glaub nicht, dass wir unser Versprechen vergessen. Wir singen uns die Kehlen bunt, um Irinas neues Stück zu preisen. Was nehmt ihr dafür? Kein Kopper! Du hast uns geholfen. Warum sollen wir dir nicht helfen? Wir kriegen die halbe Stadt in das Stück. Wart's ab! Einige schnelle Vorbereitungen und dann sind wir auf der Straße. Bis zum nächsten Mal! Alles klar. Gut, dann können wir jetzt... Kann das Stück ja beginnen. Nicht zu sehr niesen hier, Erkältete. Weiß nicht, können extra Erkältung kriegen. Das wäre jetzt schlecht. Lass uns leben, ja? Schweine, überall Schweine. Ich habe gute Nachrichten. Ah, da bist du ja. Ich habe einige Ordner anheuern können. Wunderbar. Ein Problem weniger. Na dann. Ich wollte über den Text reden. Werbung habe ich auch gemacht. Hm, ist nicht schlecht geschrieben. Eigentlich gefällt er mir sehr gut. Ich wollte Dudu zuliebe nicht auf meinen Ansprüchen bestehen, aber das hier könnte sehr interessant sein. Ich weiß schon genau, wie ich den Diener, den Hexer und die Königin besetze. Hm, aber für Prinz und Prinzessin fällt mir noch niemand ein. Ja. Wer spielt den Hexer? Ein Laie. Ich arbeite zum ersten Mal mit ihm. Aber der kriegt das schon hin. Neu in der Truppe? In gewisser Weise. Ach, du weißt doch genau, dass ich von dir spreche.
Ich bin kein Schauspieler. Es ist dir vielleicht nicht aufgefallen, aber mein emotionaler Ausdruck ist nicht der beste. Aber das ist doch ideal. Du spielst doch den Hexer, nicht die Prinzessin. Das musste der Synchronsprecher gerade einsprechen. Synchronsprecher. Du musst dich sehen. Das ist ja der Sinn des Ganzen. Ironisch. Hab nur nicht damit gerechnet, sowas tun zu müssen. Das wird schon, mein Lieber. Stolzier einfach mit einem großen Schwert in der Hand auf die Bühne, schau finster drein und sag mit tiefer Stimme ein paar Sätze. Schaffst du das? Ach, deswegen hatten wir auch nur die Hexer-Dialoge im Inventar. Ich dachte schon, das wäre das ganze Stück. Ja, das werden wir jetzt wahrscheinlich aufhören müssen. Also, die Prinzessin. Kleine, aber wichtige Rolle. Fällt dir jemand ein, der sie spielen könnte? Priscilla wäre die naheliegende Wahl. Sie ist jung und schön, aber ich habe mehr Bühnenerfahrung. Das sollte Priscilla tun. Nichts für ungut, aber die meisten Leute... finden Aussehen wichtiger als Talent. Verstehe. Ich sag ihr Bescheid. So ist es. Sie wird zweifellos entzückend sein. Wer sollte deiner Meinung nach den Dopplerprinzen spielen? Ich versuche mich zwischen zwei Kandidaten zu entscheiden. Aber Latrizza wäre die sichere Wahl. Seit Jahren bei der Truppe, technisch makellos. Aber er reißt die Leute nicht gerade vom Hocker. Und die andere Möglichkeit? Maxime Bollière. Herausragender Schauspieler. Das Publikum liebt ihn. Aber man weiß nie, ob er nüchtern ist oder überhaupt kommt. Tja... Nee, gehen wir volles Risiko. Riskieren wir es und so eine Komödie werden. Es passt schon. Eine gute Phase. Vielleicht haben wir Glück. Es wird lustig. Eine Komödie. Bringen diese Vorstellungen viel Geld ein? Tja, kommt drauf an. An guten Tagen passen kaum alle Zuschauer auf den Platz. Und mal sind wir wieder froh, wenn wir auf eine Handvoll Kopper kommen. Du bekommst natürlich auch eine Gage. Du bist jetzt Mitglied des Ensembles. Danke. Das ist gut. Gut, ich habe endlich die Besetzung. Sieht ganz so aus. Bist du bereit, dich in deine Karriere als Verkleidungskünstler zu stürzen? Oh no's. Ich bin bereit. Hab mir aus Neugierde den Text angesehen. Wir können auch gleich loslegen. Ja, gut, das mit dem Text. Zeit zu verlieren. Komm auf die Bühne. Ich glaube, ich habe noch eine Sekunde. Sultan, was machst du denn hier? Prissy hat mir erzählt, dass sie ein Stück mit dir in der Hauptrolle aufführt. Ich spiele nicht die Hauptrolle. Gut. Und da würde ich mich doch eher rasieren, als das zu verpassen. Erzähl, trittst du in Strumpfhosen und Schamkapsel auf? Komm, Geralt, du musst dich vor dem Auftritt konzentrieren. Viel Erfolg. Meine Damen und Herren, ja, Bürger gut, der geweihten Stadt Novigrad, willkommen. Ich hoffe, das müssen wir jetzt nicht. Wir haben eine vortreffliche Komödie für euch. Ich habe das jetzt wirklich nicht eingeprägt. Ich habe es einmal vorgelesen. Die Erlösung des Dopplers. Das wird schlimm, wenn wir mir rausfahren. Die Darsteller, Hexer Geralt als er selbst, Katharina als Königin, Leo Riebe als treuer Diener, als Prinz seht ihr... den Publikumsliebling fern und nah, Maxime Bollière. Und als Prinzessin, die entzückende Bardin mit Nachtigallenstimme, Priscilla. Eine Ankündigung. Akt 1. Wir werden so verkacken. Und dann wird's lustig. Wird Komödie lustiger. Hoheit, der Schlechter der Monster spricht vor. Er kam, wie ihr wünschtet, und steht vor dem Tor. Ich muss mit ihm sprechen, drum nichts wie herein. Zuvor tränk ich allerdings gern etwas Wein. Wie lustig. Hexer,
Dein Wirken ist wahrlich sehr wichtig. Monster sind an dieser Tafel nicht richtig. Halt darum Ausschau. Und kommt es, schlag zu. Dann trinken wir Brüderschaft und sagen du. Nur Bestien von übler Natur töte ich. Ein ruchloser Mörder? Nein, das bin ich nicht. Ich hoffe, das war nicht zu scheiße. Der hirnlose Hexer geht uns auf den Leim. Ich leuchte ihm später noch anständig heim.